Leute, und willkommen zum neuen Weekly Vlog. Ich begrüße euch aus Oldenburg City. Wir waren hier nämlich gerade und haben uns noch mal ein bisschen so allgemein umgehört, so wegen Australien. Und es stimmt, das habe ich euch ja noch gar nicht erzählt. Das wissen die ja noch gar nicht. Sollen wir es erzählen? Wieso nicht? Flo und ich machen mit seinem besten Freund Ende des Jahres, knapp, also ein bisschen weniger als einen Monat, ein Roadtrip durch Australien, die Ostküste lang. Ja, und das ist so geil. Wir haben uns halt jetzt schon ein bisschen informiert und so, auch wegen dem Camper und so. Ja, und deshalb waren wir jetzt gerade in Oldenburg und es ist so ekeliges Wetter. Und ja, mal sehen, wie das Ganze so wird. Aber erstmal würde ich jetzt sagen, viel Spaß beim Wochenendvlog. Ja, und nun sitze ich wieder zu Hause, denn es ist draußen so krass am Regnen. Ich weiß nicht, was los ist. Wo ist der Sommer? Aber egal, ich habe trotzdem auch ein bisschen was zu tun. Ich schneide jetzt gleich noch das Video für Sonntag. Das habt ihr dann wahrscheinlich schon gesehen. Und ja, später geht es dann zu Flo, der jetzt aber gleich noch Training hat. Oh, mega. Guten Morgen. Wartet kurz. So. Ja, ein neuer Tag. Mein Zimmer ist so unordentlich. Aber ich sitze jetzt hier gerade, denn ich habe gerade eben mein Video fertig gemacht. Ihr könnt es hier sehen. Beste Pose. Ja, und ich mache jetzt gerade alles noch fertig, damit das morgen in Ruhe online gehen kann. Und habe mir jetzt hier noch was zu essen von gestern gemacht. So Nudeln mit Pilzsoße und so. Ich liebe Pilze. Ja. Es ist mittlerweile schon 10 vor 2. Ich habe mir heute wieder mit allem voll Zeit gelassen. Aber gerade eben kam ein Paket an und deswegen wollte ich euch mal eben kurz um eure Meinung fragen. Ich habe schon mal Instagram gepostet, aber diese Schuhe hier kamen an und zwar von der Marke Aldo. Ich kenne die Marke nicht, aber ich finde die Schuhe ganz cool. Die haben mich halt so ein bisschen an meine hohen Schuhe erinnert, diese schwarzen, falls ihr meinen Schuhhaul gesehen habt. Und oh. Hilfe, verschluckt. Und ich wollte euch halt mal fragen, wie ihr die so findet, weil keine Ahnung, die sehen angezogen ganz cool aus, aber ich habe das Gefühl, dass ich mittlerweile so einen richtig komischen Geschmack für Schuhe bekommen habe. Ja, auf jeden Fall mache ich mich jetzt bald langsam fertig und dann hoffe ich, dass Flo so fit ist, der hat heute schon wieder Fußballtraining, dass wir vielleicht mit dem Fahrrad noch an den Strand fahren können. Mal sehen. So viel zum Thema mit dem Fahrrad, zum Südstrand fahren. Flo, wo sind wir? Bei der Waterfront. Ja, wir sind jetzt nach Bremen zur Waterfront gefahren und wir sind jetzt erstmal was essen gegangen. Ich habe so voll leckeres indisches Essen. Ich liebe indisch Essen. Und ja, wir dachten, wir gehen jetzt gleich so ein bisschen shoppen. Mal, wir sind jetzt gerade bei Primark drin. Achte bitte nicht auf mein Oberteil, aber ich finde die Hose irgendwie voll schön. Ich glaube, die kaufe ich. Ich mag die ganz gern. Aber mit meinem anderen Oberteil, weil das jetzt gerade sieht ein bisschen scheiße aus. Ich glaube, das nehme ich auch. Das Oberteil ist so ein Body, die finde ich ganz schön. Und die Hose mag ich auch voll gern. Ich glaube, die kann man auch so voll schön zur Arbeit tragen, weil die so voll chillig ist, aber irgendwie so voll sweet. Und den nehme ich auch, aber den brauche ich dann nochmal größer, aber ich finde den irgendwie voll schön. Statt LXL, würde ich sagen. Stimmt auch gar nicht. Nein, aber an den Beinen ist der hier so ein bisschen zu. Ein bisschen zu eng bei L. Auf jeden Fall. Ja, aber ansonsten finde ich den ganz schön. Ja. Mal gucken, ob es noch ein XL gibt. Für Übergrößen. Schatz, ich hau dich gleich. Hört ihr, wie frech der ist? Da. So, wir waren echt erfolgreich bei Primark, beziehungsweise ich habe dort gar nicht erst geguckt. Ich habe so schöne Sachen. Ein bisschen riskant, ich habe hier so einen richtig geilen Jumpsuit und ich hatte den in der Kabine in 36 an. Und da war mir an den Oberschenkeln ein bisschen zu eng. 38 gab es nicht mehr und jetzt habe ich 40 mitgenommen. Und ich kann mir vorstellen, dass es viel zu groß sein wird. Aber einfach mal gucken. Und ja, ich habe auf jeden Fall noch so ein paar andere schöne Sachen mitgenommen, so richtig süße Hosen und so. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare jetzt, ob ihr mal wieder einen Primark Haul sehen wollt. Ich habe jetzt eigentlich nur Klamotten gekauft, aber ja, sind auf jeden Fall schön dabei. Und jetzt sitzen wir hier bei Starbucks und haben uns so zwei Refresher geholt und ein paar Muffins und ja.
Wir gehen jetzt gerade wieder zum Auto zurück. Wir fahren nach Hause. Leute, wir haben so ein übertrieben cooles Geschenk noch gefunden für meinen Bruder. Der hat nämlich in 2 Wochen Geburtstag und Flo und ich waren gerade in so einem richtig coolen Laden. Da gibt es so ganz viel Deko und auch so Interior. Und wartet, ich muss eben meinen Schlüssel suchen. Und wir haben ein richtig geiles Geschenk gefunden. Ich kann euch das jetzt leider nicht zeigen, weil ich weiß, dass meine Schwägerin, also seine Frau, meine Vlogs guckt. Und das wäre jetzt etwas blöd, wenn ich das zeigen würde. Aber ich sag's euch, es ist mega cool. Ja, und jetzt fahren wir auf jeden Fall wieder nach Hause. Und ja, dann war der Tag auch schon wieder fast vorbei, ne? Ja. War es für dich auch erfolgreich? Alles gut. Ja? Ja. Okay, danke. Good morning! Es ist so schönes Wetter heute draußen. Und Flo und ich, wir haben entschieden, dass wir heute draußen frühstücken können. Ich habe noch das hier mitgebracht. Und es ist so geiles Wetter irgendwie. Ich bin auch noch in Schlafklamotten. Also ich habe einfach nur so ein T-Shirt an und eine Hose. Und es ist so warm. Es ist so schön. Und schaut mal, wir haben jetzt hier richtig lecker aufgedeckt. Wir haben noch Rührei gemacht und so Brot gebacken und so. Ja, auf jeden Fall kann so ein Sonntag gerne mal öfter starten. Was er wahrscheinlich eh nicht tun wird, aber... Heute ist auf jeden Fall ein Anfang, dass der Sommer vielleicht mal beginnen könnte. Und ja, wir sind jetzt die ganze Zeit schon am Überlegen, was wir heute machen sollen. Wir hatten richtig Bock, an den Strand zu fahren. Aber wir sind uns irgendwie nicht so ganz so sicher. Ach ja, und eine Sache am Sommer, ich weiß nicht, ob ihr auch diese Person seid. Wenn Flo und ich zusammen im Bett liegen, am nächsten Morgen bin ich immer die, die mit 1000 Mückenstichen aufwacht. Ich habe einfach so viel am Bein, am Arm, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Sieht man das? Ja, ist das so 3 Stück direkt am Arm, voll ätzend. Naja, aber wir essen jetzt erstmal und dann ja, einfach mal schauen, was der Tag so bringt. Wir gehen das ganz chillig heute an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber warte mal, muss ich hier rechts ab? Ja. Jedenfalls, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist halt direkt so an der Nordsee so gesehen Wasserskilift, kann man so sagen. Ne? Also das Nordseewasser wird da halt auch reingespült. Also es ist halt auf dem See, aber der ist halt mit der Nordsee verbunden, ist richtig, ne? Oder? Gehe ich mal ganz stark von aus. Ja. Ein See? Naja. Ja, schon so ein Riesending. Ja. Naja, jedenfalls fahren wir da jetzt hin, weil wir heute nichts anderes zu tun haben. Wir hatten eigentlich noch so Sachen vor wie Fahrradfahren, aber der Herr hier ist ja so kaputt vom Training, dass er seine Beine nicht beanspruchen möchte. Ja, rechts. Ja. Ne, Flo? Ja. Du bist so kaputt. Ich treibe ja wenigstens Sport. Ich auch. Nicht so wie jemand andere. Ich auch. Ja. Erzähl nochmal, was hast du gesagt? Ja, wenn wir jetzt hier wären, dann werden wir die richtigen Vollprofis. Ihr würdet dann auch fahren, ne? Ja. So, wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg. Ja, es ist echt immer voll schön da im Wasserskilift, oder? Ich mag das immer voll gerne, da kann man irgendwie richtig gut entspannen. Ja, und jetzt wird eigentlich nicht mehr viel passieren heute. Also heute Abend spielt ja noch Frankreich gegen Portugal. Ich bin übrigens für Frankreich, ich hoffe, die gewinnen. Aber ja, ich würde deshalb nämlich schon mal sagen, ihr findet jetzt hier, bin ich so im linken Bildrand. Ja oder nein? Ach so. Nee. Okay. Warte, jetzt. Okay, also ihr findet jetzt auf jeden Fall hier meine letzten 2 Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch da einschaltet und würde dann sagen, wir sehen uns am Sonntag wieder. Ciao. Tschüss.